Jetzt geht der Bündnispartner hier hoch. Naja, oh, schön wieder Gefangene gemacht. Sehr gut. Momentan sieht es noch ganz gut aus. Wir sind bei 27%. Böhmen gibt nicht auf, habe ich das Gefühl. 68. Wir haben einen weiteren Sohn bekommen. Auch einen Lispler. Na, ich habe ja meinen Favoriten schon. Das heißt, auch du, mein Lieber, wirst nicht zum Erben kommen, hoffentlich. Ah, es wird schwierig jetzt mit der Aufteilung. Und der Sohn, der wird jetzt hier der Gnozifer sein. Damit ich immer weiß, Gnozifer ist ja böse. Ich gebe ihm trotzdem den Bildungsschwerpunkt. Gnozifer soll böse sein. Mit dem spielen wir nicht. Oh, da. Oh, was ist denn da los? Das Heilige Römische Reich macht einen kritischen Fehler. Schickt hier. Oh, nee, doch, alles gut. Ich dachte schon, nur 2000 reingeschickt. Okay, wir müssen definitiv jetzt aufpassen. Und unsere Truppen jetzt zusammenführen, wenn er jetzt hier rüberläuft zu uns. Wenn das Heilige Römische Reich rüberläuft. 4000. Er läuft immer noch nach Böhmen. Und belagert jetzt Böhmen. Also offenbar ist ihm momentan Böhmen wichtiger noch. Wie es aussieht. Wir haben jetzt hier zwei Provinzen. Weiter will ich jetzt nicht vorgehen. Wir haben natürlich einiges an Verschleiß jetzt hier. Aber das liegt halt jetzt auch daran, dass der Bündnispartner hier mit drin sitzt. In der Grafschaft von Berlin ist man slowianskanisch jetzt. Okay. Das geht natürlich gar nicht. Religiöses Verständnis finde ich nicht. Wir könnten in Berlin einfach konvertieren. Wir gucken mal, was unser Bischof jetzt hier zu sagen hat. Gemeinde bekehren in Berlin. Wollten wir sowieso machen. 3 Jahre. Perfekt. Sehe ich hier die Boni jetzt auch dafür? Grundwert, Bildungswert. Ah, 0,52 Punkte plus. So, wir könnten jetzt natürlich euch hier angreifen. Aber momentan ist noch nicht notwendig. Jetzt gucken wir mal, wo er hinläuft. Vielleicht zu den 1000 hier. Wir werden mal kurz hier noch Truppen ausheben. Und zwar die Söldner. 1500 hätte ich gern. Für 300. Die wir hier oben rauskommen lassen. Weil ich vermute, dass er jetzt auf die 1000 hier oben geht. Und dann will ich nicht die Belagerung hier irgendwie abbrechen. Sondern nur die Truppen rausziehen. Ah, oder er belagert zurück. Ja, da können wir doch gleich mal runtermarschieren zu dir. Mein Freund und Kupferstecher. Wir werden gleich mal hier runter marschieren, dann haben wir 1000, 2500, 3, 5, 5, 6000 und unser Verbündeter auch noch. Wir lassen hier oben die Belagerung raus, bringen euch noch hier rein. Und da hat er schon die Hosen voll jetzt. Guckt euch das an hier. Erwischen wir noch einen. Eine Niederlage, das war der Krieg. Für Ungarn, der Befreiungskrieg, der ist vorbei, das ist okay. Dann hat jetzt Ungarn ein bisschen mehr Zeit für uns. Wir werden hier oben nicht im Gebirge angreifen. Das kannst du aber schon mal ganz schön knicken jetzt. Habe ich die Onaga wieder mitgenommen? Das sollte eigentlich nicht sein. Danke für den Hinweis. Die wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Die bringen wir mal hier rüber. Und dafür euch hier rüber. Fühlt ja fast, dass er jetzt wieder, dass das wieder so zu einer Lauforgie ausartet. Guck mal eben, ob er wegläuft. Ja, er läuft weg. Das heißt, solange er jetzt unsere Sachen nicht zurückbelagert, ist alles in Ordnung. Erstmal.
So, hier oben könnten wir rüber. So, nächster Bildungspunkt geht in das Zölibatsgelübde. Und zwar hurtig, aber sowas von schnell. Also einmal ablegen, bitteschön. Dann gehen wir mit den restlichen hier hoch und dann werden wir euch nochmal ein bisschen aufteilen. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reichs nach Siraz ziehen, wo mein Vasall residiert. Ah, wir beeinflussen hier aktuell noch. Okay, dich können wir mal kurz rausnehmen. Der ist schon bei plus 30. Da gibt es bestimmt bessere, die wir noch beeinflussen können. Der Baron zum Beispiel. Ihr stellt euch mal rein und werden erstmal abspalten. Und den Rest dann ein bisschen zurückziehen. Damit wir den Verschleiß wieder etwas auffangen können. Hinter der Verschleiß ist immer noch ein bisschen zu sanft, den man hat. Man sollte viel mehr damit arbeiten müssen, dass man die Truppen aufteilt. Ich mache das fast nie. Ich laufe immer mit einem großen Stack rum, weil du einfach schneller dann bist. Aber es wäre ein bisschen strategischer, fände ich, wenn du immer ein bisschen so die Truppen auch immer gut im Auge behalten musst, damit auch wirklich alles, damit dir nicht deine Truppen wegsterben. So. Hier oben noch 2 Monate, hier noch 5 Monate. Der Ungar kommt jetzt doch noch zu uns hoch. Das ist ja fantastisch, dass der sich nochmal hochtraut. Obwohl wir ihm nicht geholfen haben. Das ist schon eine tolle Sache. Oh, und da wieder gleich verprügelt. Weil, wer ist das denn? Moment, ist Bündnispartner? Mähren ist hier mit dabei. Mähren. Wieso ist denn hier Mähren mit drin? Was macht denn Mähren? Hä? Wieso greift denn Mähren? Mähren gegen Böhmen. Aber wieso wird denn jetzt Ungarn angegriffen? Das übersteigt meine gnitznoische Herrschaftskompetenz. Wieso jetzt Herzogtum von Mähren Ungarn angreifen kann als Bündnispartner, obwohl sie eigentlich mit Böhmen im Krieg sind und Ungarn kein Bündnispartner von Böhmen ist. Nun ja, da geht sie hin, unsere Verstärkung. Ach so, Moment, das ist kein direkter Gegner, der ist ja hell-orange. Aber trotzdem, dass die jetzt trotzdem... Weil sie gegen Böhmen kämpfen. Was macht irgendwie wenig Sinn, finde ich. Wir kämpfen ja nicht gegen Böhmen und auch nicht für Böhmen. Und trotzdem... Naja, egal. Ich meine, wenn es das Heilige Römische Reich jetzt gewesen wäre, dann wäre es verständlich gewesen. Aber so war das ein bisschen seltsam jetzt hier. Ich werde uns mal ein bisschen weiter aufteilen. Einmal hier runter. Dann bringen wir euch hier rein. Und wir ziehen euch nochmal ein bisschen nach. Ja, weil jetzt das Problem, wenn jetzt hier irgendwo das Heilige Römische Reich plötzlich auftaucht, ob wir dann unsere Truppen so schnell zusammenziehen können, dass die noch zur Verstärkung nachkommen. Und wir können ja auch keine Söldner mehr nachkaufen. So, das ist schon mal gut hier oben. Wir sind bei 65. Was ist denn der Stand momentan? Ah, okay, der Krieg ist jetzt schon vorbei mit Böhmen. Also Böhmen hat hier nichts bekommen. Theoretisch könnten wir auch das hier belagern noch. Und jetzt führt er zwei... Ah, hier ist Mähren rausgepoppt. Das ist doch auch neu. Achso, nee, ist im Heiligen Römischen Reich noch drin. Jetzt, okay, Mähren ergreift quasi die Initiative und will was haben. Bilizmag, Eroberung von Judikadu von Satif.
Das ist ein Bündniskrieg? Hier unten? Es ist einfach viel zu viel los auf der Welt. Das, also, die Bündnisse, ne? Das, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Kein Fan vom Death Ball. Doch, sag ich ja. Eigentlich laufe ich immer mit einem dicken Stack rum. Und wie viel hat er denn noch? Truppen. Und walz einfach nur drüber, ohne, oioioi, 10.000 schon. Wo hat der denn die Kohle jetzt plötzlich her? Der war doch so dermaßen im Minus. Aber das geht halt auf den Verschleiß, oder? Und ich wünschte, es würde noch ein bisschen mehr auf den Verschleiß gehen. Ein bisschen, oh, da kommt er. Okay, wir müssen uns zusammenziehen, liebe Leute. Wahrscheinlich will er die hier oben angreifen. Das heißt, es ist blöd jetzt, weil wir, ich würde mal ihn hier oben aufgeben. Wir bringen euch mal runter. Ich würde aber ihr jetzt lieber so rumlaufen. Dann bringen wir euch hier rein. Und hier unten die Belagerung, die würde ich dann aufgeben. Nicht aufgeben, aber abspalten. Und den Rest dann hochziehen. Dann sind wir bei 3.800. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Da wird es schon knapp dann, ne? Wenn wir hier unten, wir müssten. Aber es reicht nicht mehr, dass ich jetzt Söldner hochbringe. Wir könnten höchstens hier oben noch Söldner ausheben. Die 7.000, das sind ja nicht alle. Da kommen bestimmt nochmal 3.000 nach. Für 346 nochmal 1.700 kommen. Was soll der Geiz? Jetzt hier runter marschieren. Da sind sie, die 10.000, ja. Da sind sie, die 10.000. Vielleicht will er auch sogar hier unten rein. Okay, er geht hier durch. Und wir schauen mal. Wir kommen ja hier direkt rein, ja. Wir kommen hier direkt rein. Ah, und jetzt zieht er wieder den Schwanz ein. Der kleine Feigling hier. Er ist ein kleiner Feigling. Oh. Er ist kein Feigling, er überrundet uns und geht dann hier rein, oder was? Ah, er geht jetzt hier rüber. Jetzt greift er hier den Ungarn an. Jetzt, wenn wir hier schnell sind, hier abspalten. Wir haben ja schon abgespalten. Hier haben wir auch schon abgespalten. 9.000. Wo sind denn meine ganzen Leute jetzt? Ah, jetzt wird es hier natürlich doch ein bisschen knapp. Wir bleiben hier mal in der Mitte stehen. Und jetzt, wenn wir den verfolgen würden. Wenn wir ihn jetzt verfolgen würden, kommt der auch mit. Der Bündnispartner kommt auch mit. Er belagert weiterhin. Und wir haben wieder einen Komplott. Diesmal allerdings nicht gegen uns. Das ist schon mal gut. Ah, jetzt geht er wieder in die Berge. Ne? Das ist schon sehr gemein. Das ist schon sehr gemein. Ich werde ihn mal ein bisschen verfolgen jetzt hier, damit er hier oben noch weiter belagern kann. Ah, sehr schön. Er läuft hier rüber. Das ist richtig gut. Und jetzt kommt hier oben zur Schlacht. Es kommen nochmal 2.000 und 1.600 mit. 11.000. Ah, es wird wahrscheinlich knapp werden. 21er. Er hat einen besseren Armeebefehlshaber, höhere Güte. Das könnte knapp werden. Wir warten mal kurz, bis er noch da ist. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir warten mal kurz ab. Er ist in 9 Tagen weg. Wir sind drinnen in 8 Tagen. Wir warten kurz ab. Gehen jetzt rein. 9 Tage, 9 Tage und 7 Tage. Das heißt, wir haben schon mal 2.800 weniger. Und wir kommen genau am 8. Tag rein. Dann müsste es reichen, auch wenn er umdreht. Wir werden hier oben noch fertig, das ist gut, flüchten gleich mal schnell hier in den Norden, bevor die 2.800 kommen. Verprügeln ihn hier drüben und bekommen eine begehrte Literatur. Ein ansässiger Händler möchte, er hat eine Ausgabe eines einflussreichen Werkes, das der Bischof gern hätte. Investiert doch keine 130.
Gold für dich. Dann billigt er uns nicht mehr. Meine Güte, ist denn hier ein Bischof gestorben? War das er? Offenbar ist der gute Bischof hier gestorben, so wie es aussieht. Komm. Wir könnten unsere Bildung dadurch erhöhen. Nein. Das ist natürlich sein Problem. Aber was wir machen können, ist, wir können ihn noch ein bisschen beeinflussen. Es wird jetzt wichtiger wie er hier. Dann Ratsmarschall wird benötigt mit 17 Punkten. Die Schlacht hier gewinnen wir. Er läuft uns nach. Vielleicht erwischt er uns auch noch. Mal schauen. Ah, sehr schön. Ja, wunderbar. Das hat ja richtig gut geklappt jetzt. Schön, dass er auch seine Truppen hier einfach mal alleine gelassen hat. Und damit haben wir die 100%, liebe Freunde von Gneedsnow. Und damit gehört Görlitz ab sofort wieder zum wunderbaren Königreich Gneedsnow. Wir sind aktuell bei 9 von 8 Domänen. Und wir haben... Wir reichen quasi Böhmen jetzt die Hand hier. Finde ich eigentlich ganz romantisch. Ne? So, was machen wir mit Görlitz? Jetzt heißt es auch wieder Görlitz. Und die Frage ist, wer bekommt jetzt Görlitz? Wer ist es wert, Görlitz zu halten? Wir selber werden es nicht halten. Sulistri, minus 53 Punkte, meine Güte. Wir haben ja lauter Meckerfritzen wieder. Bürgermeister. Irgendjemand, der noch keinen Titel hat. Alle, die keinen Titel haben, haben schlechte Laune. Der Gnivomir. Allein des Namens wegen würde ich da schon sagen, ja. Eieiei. Ja, wir könnten es auch gleich mal unserem Gnozifer noch geben, der eigentlich nicht in Frage kommen sollte für die Erbschaft. Dann bekommt der das hier. Da kann der mal mit einer kleinen Grafschaft beginnen. Mit einem Jahr wird es auch einfach mal Zeit, dass er hier mal ein bisschen das Herrschen übernimmt. So. Dann, oh, ganz viele Gefangene hier drin. Gräfin Sophia für 25 Gold. 10 Gold hier. 100 Gold für die Herzogin von Lausitz. Und dann müssen wir warten, bis wir wieder verhandeln können. Können Gnietzfuß einen Vormund zuweisen? Moment, Gnietzfuß hat noch... Oh, Gnietzfuß hatte einen Vormund, aber dann ist er jetzt wirklich irgendwie gestorben. Bis dann, Martin. Der Gnietzfuß hat den Trade Rauflustig bekommen. Sehr schön. Genau die Sachen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und genau Bildung. Oh. Und genau Bildung ist schlecht. Sollen wir es trotzdem probieren, dass er es vielleicht trotzdem schafft in der Bildung. Aber es wird so ein chaotischer Charakter dann wieder. Gerade der Gnietzfuß. Nein. Bin schwer enttäuscht von ihm. Es macht halt wenig Sinn, dass wir jetzt hier den... Oh, wir können ja auch gar nicht mehr wechseln. Wir können ja eh nicht mehr wechseln. Okay, dann liegt es nicht mehr in unserer Hand. Das heißt, er bekommt aber jetzt trotzdem, wenn noch einer da ist, einen guten Ausbilder hier. Oh Gott. Der Bozi da mit 14 Punkten. Naja, wenigstens billigt er uns dann wieder. Aber das ist nicht schön, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Ich glaube, die Reformierung der Religion muss dann in der nächsten Generation noch ein bisschen warten. Es sei denn, er ist jetzt voll der Überflieger dann. Dann spielen wir halt mit dem Gnozifer weiter. Mit dem teuflischen Gnozifer. Na gut. Dann die Bande von dir noch ein bisschen erhöhen. Hallo? Wo kann ich denn nichts wählen jetzt?
kann hier leider nichts anwählen derzeit. Ah, wegen dem Bündnis wahrscheinlich noch. Jetzt geht's. Gut, dann wenige Ritter, das wird sich erledigen. Wir sind Nachfolger, bla 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 bla, nicht gebilligt, immer noch nicht. Minus 8. Dachte eigentlich, er ist der, der unseren Vormund eures Verwandten 0 Punkte. Ah, das steigt jetzt langsam, okay. Gut, das sieht ja richtig toll aus jetzt. Zölibat wird nicht aufgegeben. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld verloren, aber dafür Görlitz gewonnen. Das ist ja auch nicht schlecht.